Ja, genau so nimmt man Coca-Zucker ein. Ja, was geht, Freunde der Ausmeld? Wir switchen rüber und let's rock. Ich bin so müde. Aber ich muss das hier noch fertig machen. Ja. Wie soll ich das nur schaffen? Hausaufgaben. 1+1. Oh, das ist wirklich. Also, da habe ich damals auch in der 6. Klasse wirklich zu krümeln gehabt. 1+1 rauszukriegen und einen Taschenrechner. Ja, den hatte ich auch, aber ich habe ihn nicht verwendet. Ein Taschenrechner hat ja noch nicht mal ein Plus. Es ist eigentlich bescheuert, dass man in der Schule keinen Taschenrechner verwenden darf. Nach der Schule benutzt du doch eh die ganze Zeit einen Taschenrechner. Wer rechnet denn jetzt schon 126 mal 345,4 Viertel mit einer Hand aus? Oder mit einem Blatt Papier? Dann nehme ich doch lieber einen Taschenrechner, hat jedes Handy. Zeichen. Oh, so falle ich auch ständig auf meine Hausaufgabe. Jetzt kommen die Vögel schon einfach durchs Fenster geschissen. Guck, was? Kokainarienvogel. Kannst du mir helfen? Wie soll denn der Vogel... Wow, ist der groß, Alter. Der sagt gerade... Wie hat der durchs Fenster gepasst, wenn er genauso groß ist wie die Tischplatte? Fast, aber naja. Zucker? Ja, genau so nimmt man... Coca-Zucker ein. Ja, genau so. So machen die das also am Bahnhofsviertel. Und jetzt ist er schlauer, Mann. Was? Wo ist mein Zucker? Ich muss mal schnell... Junge! Jetzt ist es trotzdem nicht gelöst, sondern nur gebrannt. Übertrieben. Wenn das so klappt. Warum nicht? Jetzt ist ein Hund. Das arme Schaf. Alter, was geht? Wegen Zucker? Macht Zucker so einen Trip, Alter. Er hat ja jeder Zucker bei sich zu Hause. Jeder hat ja eh Zucker zu Hause, aber dann hat wirklich jeder Zucker. Oh, oh, ich ahne Böses. Oh nein! Er hat mir fressen! Oh nein! Du kannst doch nicht Marvin fressen, Mann! I love Marvin! Scheiße! Ja, das kann ich auch. Warum? Er malt sich Nase, Auge und Mund und klebt es sich auf Nase, Auge und Mund. Er geht einfach durch die Wand. Rucker. Na gut, ist ja nur fair. Der Vogel kommt durchs Fenster und er geht durch die Wand raus. Warum gibt's Türen? Für was gibt's Türen? Das war aber cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, getan, abonnieren. Bis dann, verabschiede ich mich und bin damit raus.